So, willkommen zum zweiten Teil, zum zweiten Video, eine Minute Stresstechnik. Heute möchte ich euch was Simples zeigen, das man in der Natur immer wieder findet, bei Tieren, bei Schamanen oder auch in den daoistischen Methoden. Und zwar das Schütteln. Ich zeige es mal kurz und erkläre euch dann, worauf es ankommt. So, das Schütteln sieht nachher im Endeffekt so aus. So, und jetzt erkläre ich euch mal, worauf es ankommt und was das für eine Wirkung hat. Sieht ein bisschen bescheuert aus, aber hat eine unglaubliche Wirkung. So, die Füße sollten parallel sein. Das liegt daran, Tina, drehst du dich mal um. Wenn Tina jetzt die Füße nach außen dreht, dann geht sie ins Hohlkreuz. Das heißt, hier verspannt sich alles. Ja? Dreh dich nochmal um, Tina. Wenn die Füße nach innen drehen, dann wird es hinten zwar lockerer, aber dafür wird vorne alles dicht. Deswegen die Füße parallel. Da sorgen wir dafür, dass das Becken frei sein kann. Dann ist wichtig, dass das Schütteln nicht aus dem Oberkörper kommt, dann lockert sich ja nichts. Sondern es muss aus dem Beinbereich kommen. Klar aus den Füßen, als würden wir gleich abhüpfen, aber wir hüpfen nicht ab. Und dann fangen wir an, den Körper zu schütteln. So, und jetzt bewegen sich die Muskeln und ihr schaut mal überall, wo noch Spannungen sind. Im Bauch, im unteren Rücken, in der Schulter, dass ihr die locker schüttelt. Viel atmen ist ganz wichtig. So, was passiert dabei? Erstens mal, dadurch, dass wir jetzt komplett in Bewegung sind, können wir auch den Kopf nicht mehr benutzen. Versucht doch mal jetzt in so einer Situation drüber nachzudenken, was für ein Problem ihr letztens hattet oder was ihr morgen einkaufen wollt, das wird euch nicht gelingen. Das heißt, erstmal wieder Kopf frei. Dann ist es so, dass durch dieses Schütteln das Gewebe gelockert wird, der Körper wird weicher, die Durchblutung wird besser, wir fühlen uns schon mal wohler. So, und dann haben wir noch eine energetische Wirkung. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ein Problem habe, nehmen wir an, ich habe Angst. Ja? Bei Angst werde ich nicht locker rumstehen. Sondern bei Angst ist es eher so, dass ich mich anspanne. Wenn ich aber es in so einem Moment, wo ich Angst habe und ich habe die Möglichkeit, das zu machen, gleichzeitig schüttel, dann widerspricht sich das. Das heißt, da Emotionen und Körper gekoppelt sind. Wenn ich angespannt bin, bin ich auch körperlich angespannt. Wenn ich Angst habe, bin ich auch körperlich angespannt. Ja? Wenn ich den Körper locker, dann fließt das Gefühl auch wieder. Das heißt, wir können es nicht mehr festhalten. Das heißt, wenn ich abends nach Hause komme, gestresst bin, angespannt bin und jetzt schüttel ich mich mal kräftig durch, mach das für eine Minute. Jetzt kann ich mir ein bisschen einrollen bei, aufrollen, den Bauch mal lockern, die Schulter lockern, die Arme lockern. Wichtig ist, dass jetzt alles in Bewegung kommt und dass es schön aus dem Fuß kommt. Und das mache ich eine Minute lang und dann bleibe ich plötzlich stehen. Dann werde ich merken, wie nicht nur mein Körper, sondern auch meine Psyche sich gut entspannt hat. Das heißt, ich habe tatsächlich den Stress erstmal abgeschüttelt. Das gleiche kann ich machen, wenn ich zwischendurch mal eben im Büro, wenn ich eine stressige Phase hatte, auf Toilette gehe und schüttel mich mal richtig schön durch für eine Minute. Es fließt wieder, es fühlt sich wohl an. Es ist eine wunderbare Geschichte, sich mal schnell abzuseilen, sich wieder zu entspannen. Das löst natürlich nicht die Grundkonflikte, das hatte ich in meinem Artikel, den habe ich übrigens unten verlinkt, schon beschrieben habe. Aber für den Moment geht es mir wieder wohler und ich komme wieder ins Tun, ich kann wieder weitermachen, ich kann meine Konflikte lösen, als denn ich da starr im Zustand verharre. Ich kann mich erstmal ein bisschen freischütteln und dann geht es weiter. Viel Spaß damit, probiert es aus, macht es einfach mal, es sieht bescheuert aus, vielleicht macht das mal vom Spiegel, also nicht das machen. Ja? Und nicht so, sondern lockert euch mal richtig durch, schüttelt euch mal richtig durch, den Kiefer, den Kopf, das ganze Hirn mal ein bisschen locker schütteln. Und dann fühlt mal nach, was mit euch passiert, baut das in euren Alltag ein, es wird euch gute Dienste leisten. Ciao, bis zum nächsten Video. Danke.